Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Und Meine es Stimme geht gerade weg. regnet. Ja. Es regnet wieder mal. Aber es ist kein Gewitter. Oh. Da, jetzt ist eine Kaktusfruchtbar rausgekommen. Sogar zwei. Yay. Wow. Die können wir schon mal einpflanzen. Ist ja richtig reingekackt. Zwei Stück, siehst du wohl. Besser als gar nichts. So, erstmal Kartoffeln wieder einpflanzen. So, ach, siehst du, die anderen müssen noch gegossen werden. So. So. Und So, die die Blümchen. beiden. Und dann holen wir uns mal kurz die Sprenkler. Die brauchen wir nämlich noch. Du kannst gleich so viele Sprengler haben von mir, wie du willst. Ich bin nämlich dabei, die Iridium-Sprengler zu machen. Ach ja, stimmt, wollten wir auch noch machen. Ja, ich bin gerade noch dabei. Ich habe. Ach, okay, Iridium ist fertig. Ja, mach mal. Ist vollkommen in Ordnung. Ich habe mir da schon mal ein paar rausgeklaut. Ich brauche ja nicht so viele. Aber jetzt keine Iridium-Sprengler, ne? Nein, natürlich nicht. Ich muss hier Okay. oben doch nur noch die Reihe abfrühstücken. Ah, ich vergesse mal, dass ich dahin muss. So. Ah, ich habe die Goldbarren vergessen. Goldbahn. Hatte ich da schon alles reingeschmissen? Oh. So, und Wir brauchen noch zwei Stück, Mann. was denn? Kaktus. Kaktus brauchen wir. Oh, der Zug fährt durch. Denn? Oh ne, willst du nicht? Okay. Nö. Ach. So. Ah, drei Stück sogar. Yay. 8, 12. Oder soll ich nach oben rennen? Aber eigentlich ist das nicht so. Ach, was soll's, ich rennen. Also Ich renne. wir haben jetzt für den Sommer haben wir 12 Iridium-Sprengloch. Das heißt noch mehr Gemüse. Ja, macht den ganz, pflaster den ganzen Hof voll. Ist in Ordnung. Ich meine, Bäume brauchen wir jetzt eigentlich sowieso nicht mehr. Und wenn wir denn die Juni-Moos damit drin haben, dann. Das waren nur Personenzüge, deswegen bin ich hochgerannt. Willst du mich verarschen? Dafür macht er uns hier fertig. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum ich das hier gerade mache, aber. Ist ein Tag. Da, dann wir wieder nach unten. Ist sowieso wurscht. So, Gertrude. Ist Kalb schon erwachsen? Nein, Kalb ist noch ein Baby. So, dann haben wir hier noch die Samen. Vergessen. Dann machen wir da unten nämlich unsere Holzfarm mich auch wieder weg. So, hier oben ist alles eingepflanzt. Ja, ich gehe gerade zu den Hühnern. Okay. Warte mal, dann pflanze ich die hier mal eben kurz. Na, einpflanzen ist du nicht, aber mal eben alle rein. So, Bitte, ich will dich nicht, ich will das Hühnchen haben. So. dann kann ich noch mal kurz ein bisschen Holz hacken. Damit das hier auch mal weniger wird hier unten. Oh, Entchen, geh weg, genau. Danke. So. Oha, da sind echt viele fertig geworden. Herr Jesus. Es sind viele fertig. Ich pflanze aber auch nicht mehr neu an. Ich glaube, das reicht auch an Holz, was wir da haben.
sollte auf jeden Fall noch mal gleich nach Penny hoch. Nach Robin. Robin. Ich will mal was gucken. Macht das. Ja, aber leider komme ich da jetzt gerade nirgendwo richtig ran. So, machen wir jetzt mal hier ein bisschen die Sicht frei, denn können wir vielleicht auch ein bisschen mehr sehen. Aber bevor sie wieder abhaut. Wie soll sie denn abhauen? Ja, keine Ahnung, sie haut ja immer ab. Na, dann musst du dich jetzt aber auch noch beeilen. Ich bin da. Keine Ahnung. Okay. Was steht denn hier im Weg wieder? So. Wir sind ja nur noch 10 Millionen Bäume hier. 10 Millionen. Ich denke mal nicht, dass wir das bis zum Sommer fertig kriegen. Ob wir zumindest nicht. Das letzte Mal habe ich mich wieder aufgeregt. Okay. Da war wieder so eine Amerikanerin, die dann gesagt hat, oh ja, wir verbrauchen ja gar nicht mehr so viel Plastik im Haushalt und hast du nicht gesehen, wir benutzen ja überall nur noch Glassachen für, um unsere Sachen aufzubewahren. Aber im nächsten Moment zeigt sie dann so ein Auspackvideo ASMR-Style, wo sie denn die ganzen Plastiksachen aufmacht und da so ein Glasbehälter reinmacht. Wo ich mir denn so denke, super. Ja, genau, das schützt die Umwelt ungemein. Hast du recht. Aber ich benutze ja gar keine Plastiksachen. Nee, du schmeißt sie bloß vorher weg, damit niemand sieht, dass du Plastiksachen benutzt. Ja. Boah, und hast du das gehört mit dieser Diskussion, mit den, oh, wie heißt jetzt, Leinen für Kinder? Oh Gott, bitte nicht. Ich meine, es ist jedem selbst überlassen, ne, wie man seine Kinder handhabt oder nicht. Aber muss das... Ja, wie soll man das denn sonst nennen? Oh. Eigentlich finde ich diese Line gut. Ja, es kommt drauf an. Also so auf offener Straße, ganz normalen Straßenverkehr und sowas alles, jetzt nicht. Nein, aber so wenn du zum Beispiel es sei in denn, Zoo bist, man hat irgendwie 10 Kinder mit dabei, dann würde es vielleicht Sinn ergeben, das so zu machen. Aber ja, ich aber zum Beispiel Disneyland, ne, oder sowas. Genau, da würde ich das auch gut finden, ne, weil einfach das Kind dann sicher bei dir bleiben muss. Wenn da ganz besonders viele Menschenmassen und sowas sind, aber gut, dann trägt man das Kind ja auch auf dem Arm. Ja, aber eigentlich. Irgendwann kannst du nicht mehr auf dem Arm nehmen. Irgendwann ist auf dem Arm nicht mehr drin. Weil sonst bist du im Krankenhaus. So, das haben wir abgehakt. So, wie viel wolltest du nochmal für die Gehwege haben? Hattest du geguckt? Ich kann das nicht sehen. Warum kannst du das nicht sehen? Weil es leider nicht sehen kann. Ich kann es dir nicht sagen. Machen wir die hier einmal nach unten. Hattest du heute schon nach dem Wein geguckt? Und nach dem Käse? Ich bin gerade beim Käse. Ah, okay. Ich bin gerade bei den... Mein Bier ist fertig. Mein Bier ist fertig. So. Und ich wollte noch ein paar Fässer haben. Käse ist abgehakt. Ah,
Was kosten denn die Fächer? Fässer. Eichenharz. Ah ja, daran was. Daran hat es gescheitert. Ich erinnere mich. Ich glaube, wir hatten nämlich auch gar kein Eichenharz mehr, ne? Eichenharz, doch zwei Stück haben wir noch. Dann brauchen wir noch. Ach, und Eisen haben. Wir hatten kein Eisen mehr. Ah, ich habe auch keinen Bock mehr, Eisen zur Farm zu gehen. So. Kaffeebohnen. Jetzt sind wir eigentlich sogar fertig, ne? Für heute ja. Kürbisse. Im Herbst. Ach, hier sind noch. Hier ist noch Blumenkohlsaat drin. Hat sich erledigt mit Blumenkohl. Oh, ein Foodie, ne? Ja. Zack. Jo. Ab ins Betty. Da ist gar Meine wieder ordentlich Geld. Lilien sind mir eingegangen. Oh nein. Naja. Passiert. Was soll Ja, man passiert denn schon machen? mal? Immer noch nicht das Baby da. Wuchendes Unkraut hat deinen Hofschaden angerichtet. Oh nein. Oh, Könige der Soßen. Wo denn? Praktisch. Radieschensalat, okay. Achso, hier unten. Aber das ist jetzt halb so schlimm. Das ist ja kein wuchendes Unkraut. Wucherndes Unkraut. Okay, hier ist sowieso noch nichts los. Alles gut, alles gut. Super, dann sind wir schon Wucherndes mal. Unkraut. Ah, mein Auge juckt. Wir sind heute fertig, so. Aber wo denn? Hier unten bei den Bäumen kann es auch nicht sein. Ich weiß nicht, was der mit wucherndes Unkraut meint. Oh, Teleporter Strand. Super. Weil wir so oft zum Strand gehen können, ne? Brauchst du die Sprengfläche unten jetzt nun mal in den näheren Feldern? Nee, die kannst du schon mal wegmachen. Okay. Den brauchst du noch, aber den kann ich schon mal wegmachen. So. Zack. Der kann rein, der und der. So. Dann können die hier da rein. Da sind auch schon wieder 12 Stück drin. Oh, Diamant ist fertig. Super. Oh, Haben wir Sasa, hau auch mal gleich noch ab da. gebraucht. Ich komme sonst nicht rein. Was ist das hier? Ein Energietonikum. So. Ja, da war ja was. So. Wo man auf einmal wieder Harz verkaufen war. Kokosnuss können wir auch mal verkaufen. Irgendwas? Ich könnte mir auch die Heizung verkaufen. Ah, ging nicht. Da war ja was. Da war ja was. Achso, ich muss auch mal kurz noch mal Dings gucken. Okay, hier hat sich nichts getan. Suppiduppi. Wir haben immer noch so viel. Es ist ein Küken geschlüpft. Und wir nennen es Küken. Ja. Suppi. Suppiduppi. Hier ist Käse fertig. Ich hoffe, dass bald mal hier der Wein fertig ist. So. Damit wir das nämlich auch schon mal mit abgehakt haben. Können wir schon mal das nächste Ei wieder reinpacken. Küken, komm raus. Der Duck ist herrlich. Ich kann bald Pam heiraten gehen, wenn das so weitergeht. Super. Viel Spaß. Aber ich liebe doch nur dich, das weißt du doch. Ja, deswegen sage ich ja, viel Spaß. Es sind tatsächlich echt nicht mehr viele.
Ich muss hier fehlen. Und irgendwelche Masken. Und Eier? Kann das sein, dass das Dinosaurier-Ei das ist denn? Muss wohl, weil alle anderen Eier haben wir. Und wie, oh. Mineralien fehlen uns nur 4 Stück. Wow. Ja. Dann haben wir alle durch. Bin mal eben unterwegs. Oder war das Günther? Ich nehme an. Prismatische Scherbe? Mineralien ist Clint. Nee, bei Günther musst du die alle ausstellen im Museum. Ach so. Ich habe eine Frühlingszwiebel. Oder ein Lauch. Stimmt, da hatten wir auch nicht mehr nachgeguckt. Dann gehe ich mal eben kurz in den Steinbruch rein. In den Steinbruch mit mir. Tralali, tralala, tralaupsasa. So. Warum wachsen hier eigentlich Bäume? Siege weg da. Problem. Was? Misa hat den Bau vom Pferdestall beantragt? Oh, nö. Doch. Dann mach auch gleich die Gehwege. Kann ich nicht. Ach ja, stimmt. Warte, ich komm. Wir machen außerdem, gleich die Gehwege. Außerdem hast du doch die Mineralien, die Materialien gar nicht mit, oder? Oder weißt du, was du brauchst? Ich glaube, dafür brauchst du nur Geld. Okay. Oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir gucken einfach mal. Ich glaube, wir können die gar nicht machen. Ich glaube, sie hat ja jetzt einen Auftrag da. Hallöchen. Hi. Oder? Oh, das klappt, kommen wir nicht. Warten wir eben mal. Oh Mann. Oh. Ich hab ein Haar in der Nase, das kitzelt mich die ganze Zeit. Warte mal, ist der Stein denn nicht jetzt da oben weg? Haben wir den Stein da eigentlich schon jemals weg? Welchen Stein? Der Stein hier ganz oben. Nö. Der uns erscheint unmöglich, es zu bewegen. Aha. Keine Ahnung. Haben wir das jemals weg? Kann ich dir echt nicht sagen. Müssen wir uns auch mal informieren. Wir müssen uns auch mal informieren, wo wir nochmal das Dino-Ei herkriegen. Ich habe das nämlich schon wieder vergessen. War das nicht aus der Höhle? Aus der Höhle? Aus der traumvollen Höhle? Nö. Bin ich fertig. Ich habe das Spiel nicht programmiert. Ich mag nimmer. Gut, dann machen wir mal kurz unsere Pflanzen nochmal weg. So, die Eier sind auch wieder abgearbeitet. Super. Ach, dann gucken wir mal. Meh. Langsam, aber sicher wird es viel weniger. Besser als gar nichts. Ja, genau. Wo wir die unteren zuerst gepflanzt haben, sind die oberen als erstes fertig. Soll uns das irgendwas sagen? Ich bin der Meinung, das war irgendwie je weiter weg von den Häusern, desto besser wächst es oder so. Nee, umso dichter dran, dass es wächst, ist anscheinend besser. Ja, von Gemüse und Obst her oder so vielleicht, aber vielleicht von den Bäumen, weil die oberen wachsen schneller als die unteren. Ach so, okay. Dann ist das halt so. Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ist mir wurscht. Hauptsache es wächst. Es wächst und gedeiht. So. Dann machen wir den da rein, den da rein. Und Käse. Zack, zack, zack. Zack. Wo war hier nicht noch irgendwo nichts? Da, zack. Schon fast eine ganze Reihe weg.
Sehr schön. Dann haben wir noch ein bisschen Kohle. Da wieder rein. Und jetzt setzen wir uns hin und genießen, also nicht trinken, einen kurzen Schluck. Nein, wie steht man denn hier wieder auf? Ach, okay. Ach ja. So, Gut. Frau muss ich Offen. ausruhen. Teleporter zum Hof, Teleporter Berge, Teleporter Strand. Ui, da war sie weg. Ja. Warum sind hier eigentlich immer so viele Würmer? Und noch ein Teleporter gekriegt. Teleporter Well. Berge. ERP. Ein benutzt, ein bekommt. No. Dann müssen wir sowieso ja noch gucken, wo wir diese Walnüsse alle herkriegen. Weil der eine Vogel wollte doch 10 Stück haben, oder? Wir hatten, glaube ich, erst 5 oder 6. Glaube ich. Glaube Ja, ich. okay, Leute. Dann machen wir erstmal jetzt hier Schluss und wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. -i.